Die Tropiegeister sind alle besiegt, jetzt geht's weiter mit den Oxidgeistern aus Crash Dokkart hier bei Crash Team Racing Nitro Fuel, jawohl. So, die Inferno-Insel könnte schon mal wieder ein bisschen knackig werden. 3 Sekunden müssen wir hier von unserer Tropie-Zeit runterbrechen. Und wen nehme ich denn? Ja, ich glaube, ich bleib tatsächlich... Ja, nee, Blitz, ich habe ja, hab ja gar nicht mehr Amy. Oh Mann. So, ich nehme aber wieder Amy in ihrem Motorsport-Outfit. Ich habe nämlich voll verpeilt, dass ich gerade kurz für so eine Daily-Mission zu Papu gewechselt bin. Naja, 10 Kristalle sammeln und so. Ich sag Quatsch halt, naja. Gut, mit ihr habe ich jetzt jedenfalls die ganze Zeit online gespielt, habe jetzt auch die Isabella freigeschaltet, fehlt also nur noch Megumi. Und die ist jetzt aktuell nur separat erhältlich, ohne dieses ganze Bundle. Würde ich aber ganz gerne dann mitkaufen, weil, ja... Dann bekommt man halt auch gleichzeitig direkt ja, diesen Motorsport-Skin, der halt ziemlich wichtig zu sein scheint, um hier diese Nitro-Dinger besser zu farmen oder grinden oder wie auch immer. Der Oxid scheint ja schon mal richtig Gas zu geben, hier auch wenn er die Abkürzung nicht nimmt. Er scheint schon gar nicht mal so langsam zu sein. Hier jedenfalls nochmal die Bestätigung, es ist ein Oxidgeist, kein Velogeist, wie halt im Original. Aber das war ja eigentlich relativ klar, denke ich mal. Mir zumindest. Und leider liegt ja auch ziemlich klar vorne. Muss aber auch dazu sagen, dass im Original der Velogeist auch ziemlich schnell war hier. Also es war einer der schwersten im Spiel. Der schwerste, wie gesagt, war dann Baron Ruin. Aber hier war auch schon nicht so ohne den zu schlagen. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. 3 Sekunden. Klingt erstmal nicht so viel, aber... Ja, auf der Strecke kann man auch nicht viel machen. Viel besser machen. Deswegen, frage ich mich, wo man das am besten machen sollte. Vielleicht springt der auch von da oben runter? Nee, nee, der fährt hier ganz normal durch. Ich meine nämlich, im Original musste man da irgendwie oben lang. Für maximalen Boost. War eine ganz kuriose Sache. Der fährt aber echt nicht da lang, oder was? Vielleicht ist es ja wirklich schneller. Ich weiß es nicht. Da kann man sicherlich besser durchdriften. Ich glaube, das versuche ich gleich auch mal. Abkürzung ist Abkürzung, aber wenn man da nicht driften kann, ist es vielleicht sogar ohne schneller, weil so viel bringt es auch nicht. Ist eher ein alternativer Weg vielleicht sogar. Der schwerer zu nehmen ist. Also eigentlich schon eine Abkürzung. Ich bin sogar langsamer als mit Sam gerade. Bin ich ein bisschen dreist. Müsste eigentlich die gleichen Stats haben hier, die Amy. Vielleicht sollte ich nochmal nach... Hallo, nochmal nachgucken. Haben die nicht eigentlich gesagt, die wollten das highlighten? Also ich sehe es jetzt gerade nicht gehighlightet, mein dritten Platz. Aber gut. Soll es sein. Ach, ich habe den Pharao-Cortex freigeschaltet. Habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Jetzt während den Online-Rennen wahrscheinlich irgendwann mal. Ja gut. Coole Sache, würde ich sagen. Aber er ist leider ein Allrounder. Das heißt, jetzt hier in dieser Challenge können wir den nicht unbedingt sehen. Ja, dann fahre ich da einfach mal wieder Oxid. Schau mal, wie der es jetzt hier schafft, so schnell zu werden. Ja, so bestimmt nicht. War da ein Turbofeld? Nee, eigentlich nicht, oder? Also ich könnte mich an keins erinnern, dass da eins war. Ist mir echt ein Rätsel, wie der so schnell ist. Hat der irgendeinen besseren Turbo, aus welchen Gründen auch immer gerade? Also Blue Fire gibt's hier nicht. Glaube ich. Ja, ich kann es jetzt halt schon wieder vergessen. Okay, ich hab gerade keine Ahnung. Was ich gegen den machen soll hier auf der Strecke. Warum der so verdammt schnell ist. Also es gibt auf jeden Fall auch sehr einfache Oxidgeister. Ich fahre schon wieder hier lang. Gewohnheit. Aber wenn ich hier drifte, geht das glaube ich klar, weil da bin ich ja noch vor ihm. Also wenn ich da durchdrifte, dann bringt mir das auf jeden Fall einen Vorteil. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Der ist da einfach schneller irgendwie, oder? Er hat natürlich andere Stats, er hat Beschleunigung. Aber ich weiß nicht, ob die für die Zeitrennen vielleicht hochgesetzt wurden irgendwie. Oder ob das wirklich nur Fahrskill ist. Apropos Fahrskill. Ah, scheiße. Ja, dann hängen wir hier halt erstmal wieder Ewigkeiten. Warum nicht? Also ich kann euch zumindest schon mal relativ sicher versprechen, dass wir an 2 weiteren Strecken auch noch hängen werden.
Und das sind die Hyperstraße. Und natürlich der Tiny-Tempel, der auch von euch schon sehr gefürchtet ist. Da werde ich auch noch ein paar Minuten verbringen, sage ich mal. Das ist eigentlich schon sicher für mich. Aber es war es beim Abwasserring eigentlich auch. Und ich habe einfach 7 Minuten dran gehangen und dann habe ich es geschafft. Also mal abwarten. Vielleicht läuft es ja ganz gut, vielleicht auch nicht. Das kann man ja vorher nie so genau wissen. Man kann allerdings wissen, dass der Versuch im Arsch ist, wenn man sowas hier macht. Übrigens, jetzt, einige von euch werden jetzt wahrscheinlich auch PS Plus haben. Vielleicht auch nur wegen diesem Spiel, so wie ich. Aktuell, diesen Monat im Juli, gibt es tatsächlich schon Detroit Become Human im PSN, im PS Plus Abo, gratis. Und sogar noch irgendeine Collector's Edition für eigentlich 70 Euro. Es ist schon heftig. Finde ich ja ganz geil. Das Blöde ist halt, ich muss eigentlich vorher sowieso noch Heavy Rain durchspielen und auch noch Beyond Two Souls, bevor ich mit Detroit Become Human anfangen wollte. Ist nämlich alles von denselben Entwicklern. Würde ich ganz gerne chronologisch durchspielen. Ich meine nicht, dass das zusammenhängt, aber joa. Fänd's irgendwie ganz schön. Deswegen setze ich mich im Urlaub mal dran. Mal schauen, was ich so schaffe. Ich weiß echt nicht, was der so viel besser macht als ich. Ich sehe es nicht. Ich kann ja auch einfach mal gleich den Oxid nehmen als Fahrer. Mal gucken, ob ich genauso schnell sein kann wie er. Es macht gerade für mich nicht besonders viel Sinn, dass der mir so wegfährt. Also es, ich sehe nicht warum. Ja, ich fahre jetzt auch immer hier lang. Ist hier irgendwie ein verstecktes Turbofeld oder was? Nee, das ist einfach nur Matsch. Das ist kein Turbofeld. Jetzt hole ich zwar gerade langsam ein bisschen auf, aber kriegen tue ich den wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich verstehe halt einfach nicht, was er besser macht. Was machst du besser, Kollege? Meiner Meinung nach gar nichts. Scheiße. Aber es ist, glaube ich, nicht mal mehr eine Sekunde. Und es sind auch nicht mal mehr 800, sondern 749 Nitro-Dinger, bis ich Silber fertig habe. Ich bin immer so in diesem Drift, dass ich da hoch muss. Aber das will ich ja gar nicht. Auch wenn es ja sichtlich schon noch irgendwie schneller ist. Vielleicht einfach den Drift, den Boost müssen wir ausreizen, sag ich mal, dass der einfach länger. Prinzipiell macht er da dasselbe wie ich. Weird, weird, weird. Hier hole ich immer so ein bisschen auf ihn. Aber das hier zum Beispiel hat wieder gar nichts gebracht. Das gibt es echt halt nicht. Was macht der so viel besser? Das Turbofeld habe ich jetzt, glaube ich, zum Beispiel ein bisschen besser irgendwie ausgenutzt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist echt. Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn hier falsch? Ich würde gleich echt mal zu Oxid wechseln. Macht jetzt auch für mich keinen Sinn, wenn hier irgendwie ein Beschleunigungsfaktor am besten funktioniert. Eigentlich müsste hier Tempo auch am besten sein. So wie überall sonst auch. Oder schneidet er einfach die Innenkurve so geil und deswegen hat er hier so viel Speed. Ich habe das jetzt halt mal so gemacht. Da sehe ich ihn jetzt zum ersten Mal wieder. Wird auf jeden Fall keine einfache Zeit-Challenge hier. Kommt halt ein bisschen weit raus, ist aber trotzdem schneller wieder da als ich. Also, das macht für mich keinen Sinn. Wieso der hier so gut ist, ich habe keine Ahnung. Ja, der springt auch ein bisschen viel, finde ich.
Also er springt auf jeden Fall mehr als ich. Jetzt habe ich irgendwie mehr Boost. Ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht erzählen. Oder erklären oder weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich jetzt gerade mehr Boost. Lol. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, warum. Das wäre toll. Aber solange ich jetzt Oxid schlage, ist das trotzdem toll. Jetzt bin ich wieder langsamer, oder? Mit dreifach Boost hier abspringen? Habe ich das vorher nicht so gut gemacht? Kann sein. Kann sein. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall ziemlich deutlich geschlagen. Keine Ahnung, Leute. Vielleicht findet ihr irgendwie irgendwas, warum ich das jetzt geschafft habe und vorher nicht. Vielleicht war es halt wirklich, dass ich sonst immer nur so einen 2-mal-Boost hingekriegt habe, aber könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Oder dass ich vielleicht keine 3 Perfekts hatte. Oder nicht genug Abstand zwischen den 3 Perfekts und dann der Landung. Oder nicht der Landung im Sprung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sollte jetzt relativ gediegen werden. Da war ich sogar schon mit Sam beim Schlagen der Topi-Zeit runter. Und Toxid. Also Jungle Boogie sollte nicht das Problem sein. Die Strecken sind ja auch ein bisschen merkwürdig angeordnet. Ich glaube, der Tiny Temple kommt jetzt irgendwie in der Mitte. Und Androidenallee kommt jetzt gleich schon irgendwie als vierte Strecke oder so. Also verstehe ich nicht so ganz, wie die das hier angeordnet haben. Vielleicht nach den Cups. Aber ich weiß nicht, war Jungle Boogie in einem Cup mit der Inferno-Insel? Weird, keine Ahnung. So. Oxid bleibt mal schön hinter mir. Und ich verkacke komplett. Schön. Oxid ist vorne, ne? Ja, der ist vorne. Okay. Naja, jetzt ist er hinten. Und gleich ist er auch wieder hinter mir. Hoffe ich mal. Ja, wie gesagt, ich habe die Strecke jetzt schon so... Ich hätte mal auf seine Zeit achten müssen, was er für eine Zeit hat. Aber ich habe die Strecke schon so oft gefahren jetzt. Ich behaupte, ich kenne die ganz gut. Und wie man die fahren sollte. Also auch wenn ich ja jetzt am Anfang den Fehler gemacht habe, sollte das dennoch relativ eindeutig was werden. Und wenn nicht eindeutig, dann zumindest einfach. Sieht es jetzt gerade auch letzter, genau. Überholt mich wahrscheinlich auch nicht mehr. Also weder mein Geist noch mich jetzt hier. Außer wenn ich jetzt irgendwo richtig hart hängen bleibe. Aber selbst so ein Fehler wie in der ersten Runde könnte wahrscheinlich noch verziehen werden. Also wenn man die einmal richtig drauf hat, dann ist das absolut kein Problem. Aber das gilt wahrscheinlich für alle Strecken, ne? So. Easy. Zu gut, doch, wahrscheinlich. So, eins der nächsten müsste jetzt die Tiefseetauchfahrt, die Tiefseefahrt sein, mein Gott. Jetzt seit ein paar Parts habe ich das irgendwie. Und die Androidenallee. Als nächstes kommt aber erstmal Urwumper. Okay. Urwumper dann. War ich knapp drunter. Keine Sekunde. Da muss ich also aufpassen jetzt. Aber ich glaube, ich war jetzt auch gegen Tropy nicht besonders gut, was das Boost durchziehen am Ende anging. Beziehungsweise hatte da nicht viel Glück. Da muss man halt, wie gesagt, auf dieses Pendel aufpassen. Und wenn das jetzt halt zu einem blöden Zeitpunkt da ist, wenn man da ist, ja, kann man da leider nicht viel machen. Aber mal schauen. Vielleicht klappt es ja diesmal ganz gut. Einfach noch ein Ticken schneller sein als mein Geist. Sollte da ausreichen. Oder ich fahre einfach genauso schnell wie Oxid, weil der hat locker super Timing da. Nein, weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, ich meine, so krass schnell scheint er nicht zu sein. Ich habe, glaube ich, einmal um die Kurve den Boost durchgezogen, aber öfter definitiv nicht. Deswegen wird er da wahrscheinlich auch kein perfektes Timing haben. Okay, da war er sogar schon vor mir. Jetzt ist er wieder hinter mir. Interessant, wie der hier teilweise fährt. Soll mich aber nicht weiter stören. So, bitte, bitte, bitte Pendel. Na, das sieht schlecht aus. Doch, das war super. Da bin ich gerade irgendwie links dran vorbeigekommen. Konnte ihn das leider nicht länger halten, den Turbo. Aber das geht okay. Das geht okay. Weiß ich trotzdem nicht, was für ein Timing der Oxid hier hatte. Der ist aber ziemlich nah dran noch. Ah,
sehr interessant. Dafür, dass ich den knapp geschlagen habe, dass er hier die ganze Zeit vor mir war. Ich finde es echt ganz cool, dass man jetzt hier zwei Geister auswählen kann, dass ich jetzt hier sehe, wie gut war ich gerade. Das war jetzt natürlich richtig scheiße für den Drift. Die wollte ich definitiv nicht erwischen. Ich habe auch das Gefühl, online ist das gerade ein bisschen verbuggt mit den Ausrufezeichenkisten. Zumindest auf der Elektrostraße hatte ich jetzt das Gefühl, weil da wurde es irgendwie gar nicht mehr so geändert, wie ich das haben wollte. Wie ich das eingestellt habe. Ja, da wäre ein bisschen Zeit verloren, aber macht nichts. Oxid ist nicht vor mir. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich den gleich noch einhole. Der wird ja wohl noch irgendeinen Kapitalfehler machen. Oder war das in der letzten Runde, wo ich halt wirklich nochmal unten durchziehen konnte? Ich glaube, das könnte passen. Aber wirklich durchziehen tut der Oxid den Turbo, glaube ich, nicht. Sonst wäre der wahrscheinlich näher dran. Oder vor mir. Weil ich war jetzt nicht besonders gut, was Turbo halten angeht. Den kann man ja auch lang noch in die nächste Runde mitnehmen. Was heißt lang? Ich habe es noch nie lang geschafft. Ist halt das Problem, diese Kurve gut zu nehmen. Die Abspringen ist natürlich essentiell, klar. Okay, also man kann doch dann links dran vorbei, wenn rechts eben das Pendel ist. Das ist gut zu wissen. Und es ist schön zu sehen, dass wir das easy geschafft haben. Also 3 Sekunden, ja. Verhältnismäßig easy. Wenn man jetzt, man sieht, wie knapp ich den mit Tropy geschlagen hätte, mit dem Geist. Apropos Tropy, den nehme ich jetzt übrigens nicht, weil der halt nicht die richtigen Stats hat. Der hat halt einfach nur, ne, diese ausgeglichenen Stats, aber eben ein bisschen besser. Hier war ich 6 Sekunden schneller tatsächlich mit Sam. Das sollte also eine relativ gediegene Strecke werden, ein relativ gediegener Oxidgeist. Ja, aber Tropy hat halt einfach nur diese Allrounder-Stats, die ein bisschen gepusht sind und ich brauche Vollspeed hier. Also ein Tiny, ein Dingodile, ein Crunch, ein Papu Papu oder jetzt eben auch eine Amy. Weil sonst wird da nichts. Oder halt ein Sam natürlich, mit dem ich jetzt hier die Tropy-Geister geschlagen habe. Großteilig. Vielleicht sogar alle. Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon wieder 3 Stunden her. Naja. Das war knapp. So. An sich sieht es noch ganz gut aus hier. Ich sehe den Oxid nicht. Aber spannend wird es jetzt ja eigentlich erst. Ja, da hätte ich gerne Turbo gehabt. Spannend wird es ja eigentlich wirklich erst, wenn es jetzt gleich um die Abkürzung geht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er die nicht nimmt. Oder vielleicht zieht er hier den Boost nicht so gut durch. Ist jetzt zwar kein Blue Fire Boost, aber ist halt trotzdem natürlich eine respektable Geschwindigkeit hier. Ah, fuck. Ich hab's auch verkackt, aber ich hab's auch damals verkackt. Damals, vor ein paar Stunden. Aber es macht mir nicht den Anschein, als würde der die nehmen. Ich sehe ihn da unten jetzt zwar noch relativ nah dran, aber könnte jetzt nicht sagen, ob er außenrum gefahren ist oder durch die Abkürzung. Weil ich fahrerisch jetzt nicht schlecht bin, könnte ich mir vorstellen, dass er doch die Abkürzung nimmt. Aber dass ich das dann irgendwie fahrerisch richtig hier rocke. Also ich war jetzt halt nicht so konzentriert darauf, das hier zu schaffen. Und hab's halt trotzdem ja relativ locker geschafft. Mit meinem Tropy-Versuch. Also irgendwas muss der grundlegend falsch machen. Ja, wir sehen auch schon wieder, wie viel Vorsprung wir jetzt hier Fahrer rausholen. Also da scheint er nicht so der Beste zu sein, der Oxidgeist. Finde ich gut. Mal ein bisschen leichte Kost. Weil wir werden ja noch schwere Rennen haben. Und vielleicht nicht nur die zwei, die angesprochen wurden, sondern vielleicht auch noch mehr. Kommt natürlich sehr darauf an. Wie hart die Tropy-Zeiten da von den Oxidgeistern abgewichen sind, wie hart die Oxidzeiten sind. Und natürlich, ob ich irgendwie was Grundlegendes auf den Strecken vielleicht nicht gesehen habe, nicht beachtet habe, noch nicht umgesetzt habe. Zum Beispiel irgendeinen Boost oder so auf der Hyperstraße zum Beispiel, Hyperstraße. Habe ich jetzt in den Online-Rennen vor allem festgestellt. Ich glaube, das habe ich aber auch schon beim Tropy kurz festgestellt, dass man da, wenn man in diesem Bereich, der jetzt geändert wurde, Anti-Gravity-mäßig, den letzten Bereich, mit den Lasern, wenn man da reinspringt, dass man da noch den Boost halten kann, den Blue Fire Boost. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube, da muss man einfach nur sehr gut vorher boosten und dann da gut abspringen. Und man kann ihn tatsächlich bis in die nächste Runde mitnehmen. Also ich bin bis zu dem großen Absprung am Anfang der Runde, bin ich damit hingekommen. Und da hat es dann halt, da war ich, glaube ich, zu lange in der Luft, ohne vorher was gemacht zu haben. Deswegen konnte ich den Boost dann da nicht mehr durchziehen. Aber das war schon ziemlich krass. Da ist einiges möglich und dann verstehe ich auch, wieso der Oxid noch so viel Vorsprung vor mir hat.
Also Runde 2 und Runde 3 könnte dann nochmal relativ interessant werden dann. Aber das ist Zukunft, das ist das letzte Rennen. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte gewesen, ne? Genau, vier Geister haben wir schon. Elektrostraße, jetzt könnte es auch relativ. Ja, jetzt wird es definitiv interessant. Holy shit. Also da müssen wir noch ein bisschen zulegen. Knapp 10 Sekunden waren es das, glaube ich. Ja, mal schauen, was der Oxid hier so anbietet. Aber allein, wenn man hier schon wieder die ganzen Boosts durchzieht, es gibt ja hier mehrere Stellen, wo man Blue Fire bekommen kann. Schon am Anfang, dann in der Mitte da. Super Beschreibung bei der Elektrostraße. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich da einiges nicht so ganz sauber hingekriegt habe. Wie es vielleicht gut wäre. Ja, das war schon wieder richtig scheiße. Der wird jetzt natürlich in der Mitte bleiben wahrscheinlich, genau. Innenbahn ist natürlich immer am besten. Hier war ich aber noch schneller, minimal. Jetzt schon ein bisschen deutlicher. So, ich glaube, das hier macht er nicht mit dem Sprung. Die Frage ist aber auch, lohnt sich das? Was wir halt machen können, ist sowas. Und dann den Blue Fire Turbo teilweise sogar halten. Ich habe jetzt halt leider nicht richtig driften können hier. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht so halten können. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Und ich glaube, er hält ihn immer noch. Also er fährt quasi außenrum, hält ihn aber. Und das ist dann natürlich gefährlich für mich. Weil dann muss ich ihn auch mit diesem Abkürzungssprung halten. Was ist mir dann zwar Zeit. Ich werde dann. Ach Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich werde dann zwar tatsächlich schneller. Also ich wäre schneller als Oxid mit Blue Fire Turbo. Weil ich eben ein Stück abgekürzt habe. Aber den zu halten ist halt echt nicht einfach dann. Nicht, dass es außenrum einfach ist. Das habe ich nie versucht, weil ich eigentlich schon, seit ich die Abkürzung kenne, nur noch die Abkürzung nehme. Oder zumindest versuche sie zu nehmen. Was habe ich denn da gemacht? Sag mal, bin ich runtergefallen? Gegen Tropy. Was? Kann gut sein. Ja, hier wäre innen halt wirklich besser, ne? Aber ich glaube, das tut sich nicht so viel. Und Oxid ist ziemlich weit weg. Das finde ich schon mal gut. Also ich meine, wenn ich einmal runterfalle, ist trotzdem wieder Essig, aber. An sich sieht das erstmal ganz nett aus hier. Der Vorsprung. Aber jetzt ist entscheidend, ob ich es hier hinkrieg. Das war doch ganz gut hier, würde ich sagen. Das war ziemlich gut. Jetzt ist er leider weg, der Turbo, aber macht nichts, weil hier kriege ich gleich eh neuen. Und noch habe ich ordentlich Vorsprung vor Oxid. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie schaffen kann, ihn zu halten. Das Problem ist halt auch diese Kurve hier danach. Die muss man ja auch irgendwie erwischen. Man kann zwar irgendwie relativ Gutes schaffen und dann innen an der Kurve, in der Kurve bleiben, aber dann die Sprung ungefähr so wie hier jetzt gerade. Und dann hier kommt man halt gut nach draußen. Also viel nach draußen, meine ich. Gut ist das nämlich nicht. Das war lucky. Gebe ich zu. Und es sieht aktuell gut aus. Aber es kann auch so viel schief gehen. Allein einmal diesen Abkürzungssprung falsch machen. Oder den Blue Fire Turbo vielleicht danach nicht gut halten. Dann ist er schon wieder absolut auf Distanz. Auf Schlagdistanz. Oder sogar schon vorbei. Je nachdem, welches Szenario das jetzt ist. Ja, das war clever von mir. Kiste mitnehmen und dann trotzdem auf das Falsche quasi gehen. Das war wirklich nicht. Nein! Und das ist das. Ah, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Alter, ja gut, jetzt kann ich es, glaube ich, fast vergessen. Jetzt muss ich echt gut sein. Jetzt muss ich richtig gut sein. Den hätte ich hier gerne gehalten. Oh, ist das ärgerlich. Sie wollte irgendwie überhaupt nicht springen. Ist ja nicht so, dass ich danach den Sprung verkackt habe oder so. Sie wollte einfach gar nicht springen. Das heißt, auch die Abkürzung an sich ist mir jetzt. Oh, die Zeit war so gut. Der war so weit weg. Und ich verkack's komplett. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, dass er da hängen würde, aber nee, leider nicht. Ich bin zwar natürlich trotzdem deutlich schneller als mit meinem Geist, aber das wird mir nichts bringen. Er ist gleich im Ziel. Ja, scheiße. Oder nee, er wurde da getroffen, aber ich wurde jetzt auch getroffen. Ja, fuck. Ärgerlich, richtig ärgerlich. Also ich weiß, er wird auf jeden Fall nochmal getroffen. Ärgerlich auch für die Zeit, weil das ist halt schon eine lange Runde. Oh no. So unnötig. So unnötig. Neuer Versuch. Das will ich jetzt noch schaffen. Ah, wie doof. Ah. Habe ich ja am Ende der zweiten Runde noch gesagt.
Oder am Anfang der dritten irgendwo. Sollte man nicht unterschätzen. Hier driften bringt noch gar nichts, by the way. Ich finde es nicht so gut, dass ich jetzt gerade so weit weg bin hier. Was soll das? Okay. Ja gut, ich habe es nicht gehalten, warum auch immer. Finde ich nicht okay. Ja, nice, nice, nice. Jawohl. Da sieht man auch mal wieder, wenn ich den Booster ein bisschen länger gehalten hätte, wie viel das einfach bringt. Richtig krass. Er macht schon einfach Bock, die Strecke, muss man sagen. Also ich fand die halt am Anfang, einfach weil ich die Elektrostraße generell nie mochte, nicht so ganz geil. Aber einfach mit diesem Blue Fire Boost durchziehen, das ist richtig geil. Macht richtig Bock. Da verstehe ich auch, warum die online so oft gewählt wird. Und natürlich kommt dann denn. Also es ist nicht nur das, sondern es ist ja vor allem auch einfach, weil die lang ist, weil die richtig viel Cash bringt. Also zumindest vor dem Update hat das dann ja schon, auch wie die kleine Arena, glaube ich, 800 gebracht, wenn man da gewonnen hat. Und halt natürlich seinen Daily Boost noch hatte. Das Ganze ja fünffach multipliziert. Wochenendbonus noch dazu, zweimal. Sonst unter der Woche halt auch 400. Also das ist schon ganz geil, was man hier kriegt. Mittlerweile sind es, glaube ich, ein bisschen weniger. Die haben das irgendwie auf, ich glaube, nicht mehr auf 80 pro Rennen fuck gestuft, sondern jetzt auf 72 oder so. Das heißt, du kriegst nicht mehr 800, sondern 270. Mit diesem fünffach täglichen Boost und Wochenendboost zweimal. Also das ist halt so aufgedröselt, dann sind es halt 10 mal mehr, als man normalerweise bekommen würde. Was eben diese 80 oder jetzt 72 oder wie viele sind, wären. Aber hochgerechnet ist das halt auch schon ein ganzes normales Rennen auf, weiß ich nicht, so einer Strecke wie Dschungelboogie oder so. 60. Die Differenz. Ist gar nicht mal so wenig. Apropos gar nicht so wenig. Wir haben gar nicht mal so wenig Vorsprung vor Oxid. Und auch einen Ticken Vorsprung vor uns selber. Sieht also wieder ganz gut aus, aber wenn ich jetzt natürlich wieder den Sprung verkacke, dann war es das logischerweise. Ich möchte es trotzdem versuchen. Weil ich das Risiko liebe und weil ich hier eine super Zeit haben will. Ja, auch einfach, weil ich den Boost halten will und ich nicht weiß, wie ich den hier am besten halte. Nein, fuck! Ja, das war jetzt richtig bitter. Ich meine, ja, ich bin oben. Das heißt, es ist quasi nicht ganz so schlimm wie gerade. Ihr seht ja auch, ich habe jetzt noch Vorsprung vor Oxid. Ich dachte gerade kurzzeitig, der hätte mich jetzt wieder ein, aber es war zum Glück nur mein Geist, also mein alter Geist. Bitter ist natürlich trotzdem. Aber ich habe ja schon eher befürchtet, dass in der ersten oder zweiten Runde auch schon mal schief geht. Weil diesen Sprung da so hinzukriegen, es ist nicht einfach. Also wirklich unter Vollboost rüber und dann ohne zu bremsen, ohne einen Luftsprung zu machen, also so einen Luftslide, in der Luft bremsen und so zum Drehen. Weil dann ist der Blue Fire Boost auch entweder weg oder halt zumindest der gefährdet. Ohne das ist es halt echt schwierig, da direkt hochzukommen. Es hat alles wunderbar geklappt diesmal. Trotzdem noch, will ich sagen, 7 Sekunden einfach Unterschied zur zweiten Runde. Aber macht nichts. So best ist die beste Zeit also auch nicht, aber für Oxid reicht's. Für Europa reicht's. Das finde ich gut. So, 13 Geister waren es jetzt hier in Crash Nitro Kart. Wir haben jetzt 5, glaube ich, ne? War, glaube ich, die 5. Strecke. Genau. Das heißt, mit den nächsten 7 geht es dann jetzt den Rest weiter. 7, Moment. 8, ne? Ja, 8. Ich könnte einfach zählen. 2, 4, 6, 8. So. Ja. Mal schauen, wie die werden. Tiefseefahrt ist halt auch wieder sehr boostlastig. Da müssen wir noch ein bisschen runterquetschen, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin. Tschüss.